Okay. Und wir sollten auch mal das Marketing probieren, während ein Spiel entwickelt wird. Completed. Dann kann er jetzt noch ein bisschen trainieren. Game Design oder was machen wir? Wir machen noch mal ein bisschen Don't Repeat Yourself. Oder Code Incomplete. Ich glaube, das hat viel Research gegeben, oder? Nee, Technology. Das war für Technology gedacht. Battlefield 1 ist raus, 117.000 Mal verkauft, 822.000 Sales. Gar nicht mal so schlecht. Train, Don't Repeat Yourself, nochmal. Wir müssen unsere Mitarbeiter ja gut ausbilden, dass auch schnell und zuverlässig arbeiten. Und Geschwindigkeit ist nun mal sehr gefragt. Wer schnell arbeitet, kann auch mehr entwickeln, sage ich mal. Hier können wir noch mehr Positionen besetzen, aber ich würde sagen, ein Mitarbeiter erstmal reicht uns aus. From time to time, your employees need to recharge their batteries and go on vacation. You can tell that an employee is in need of rest when their efficiency steadily decreases. To give them a holiday, just click on them and select send on vacation. Okay. Und was ist das hier für eine Anzeige? Steht gar nicht da. Analysts have observed a strange trend lately where players around the world seem to have developed a curious taste for unusual games. Okay. As one player put it, sometimes you just want to play something unique, a game based on an idea that's not the usual military action game or fantasy RPG, just to name two examples. I really hope companies bring some unique games to market soon. I would definitely prefer them right now. This new trend promises to bring an interesting challenge to game developers as topic genre combinations, which used to work well will suddenly be less favorable, while more outlandish ideas might flourish, okay? Oh, da ist schon wieder die Game Convention. Ist schon wieder ein Jahr rum hier. Ich würde sagen, wir nehmen mal einen Medium Booth diesmal. Choose. So, wollen ja nicht zu viel investieren. Was ist das hier eigentlich? Ich weiß das gar nicht. So, Stafflist. Loreen Camus. Steht aber nicht da, ob sie jetzt erschöpft ist oder nicht. Ist das jetzt der Erschöpft-Balken oder was soll das sein? Find, Contract, Create Custom Engine. Ne, noch nicht. Können wir noch ein bisschen was researchen vielleicht? Research. Ah, da haben wir ja so wenig Punkte. Wir sollten ein neues Spiel raushauen. Und zwar, was nehmen wir denn? Nehmen wir mal wieder ein Medieval-Spiel, Mittelalter-Spiel und werden das in die Kategorie packen, beziehungsweise in das Genre. Nehmen wir mal Adventure. Mittelalter-Adventure sollte eigentlich ganz gut passen. PC, oh, Playsystem. PC hat auch keine schlechten Erfahrungen. So, nennen das mal The, was heißt ein Ritter auf Englisch? Oder nee, The Guardian nenne ich das einfach mal. E. Mit E fährt man eigentlich immer ganz gut, würde ich sagen. Graphics, 2D-Grafiken. So, und in einem Adventure, da kommt es nicht so sehr auf die Engine an, auf das Gameplay mittelmäßig, aber viel auf Story und Quests. Und was brauchen wir im Maus? Ja, okay, Linear Story würde ich dazu packen. Steering Wheel natürlich nicht. Das gibt ja auch keinen Sinn. Oh, Game Convention. Gucken wir mal, wie viele Leute uns besucht haben heute. Mit Battlefield 1 das letzte Mal und The Guardian das neue. Ah. Okay, 83.658. Our booth is here. We didn't make it in the top 100 booth this year. Once we gain more fans, I am sure we will. Ja, irgendwann schaffen wir das nochmal. So, Stage 2.
Das Level sollte einigermaßen stimmen, aber die Intelligenz jetzt weniger. Und die Dialoge sollten richtig gut sein. In einem Adventure. Ace Ventura. Der Hype liegt bei 38, auch nicht schlecht. Oh, Stage 3 schon. Sound ist weniger interessant. Beziehungsweise doch, sollte schon ein bisschen stimmen. World Design und Graphic, was ist denn besser an einem Adventure? Ich würde sagen so hier. Open World. Ja, können wir mal Open World machen. Zack, und guck mal, wie das wird. Kostet uns wieder einiges, aber ich hoffe natürlich auch... Oh, das sieht mir wieder nach einem neuen Rekord aus in Sachen Design. In 2 months, Vena Geo will be taken off the market, okay. Und hier werden fleißig die Bugs behoben. So, Finish, Hype 58, ich hoffe mal, das bringt was. Wow, new record. Zack, 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 hier steigen wir auf jetzt. Release the game. Easter Eggs sind jetzt verfügbar, auch nicht schlecht. Das fetzt bestimmt. The first reviews for our newly released game, The Guardian, came in. Da bin ich jetzt gespannt. Mittelalter Adventure, Stargames gibt uns eine 7. Good game. Oh, eine 6 von Informed Gamer. Quirky, but good. Naja. Eine 6 von Game Hero shows Potential. Oder Potential. Und von All Games auch eine 7. Nice experience. Okay, gucken wir mal, wie sich das Ganze verkauft. Vielleicht ja gar nicht so schlecht. Wir sollten was Techniklastiges machen. Oder was Strategiemäßiges. Und ich würde sagen, wir tun mal Research in der Zeit, ein neues Topic vielleicht. Business. Business? Nee, Business vielleicht nicht, oder? Nee, Business nicht. Business Law, Mystery, Ninja. Haben wir hier unten vielleicht noch was? Nee. Erforschen wir halt mal Business. So, zack. Aha. Venagier gibt's nicht mehr. Na, tu schon. Muss der jetzt in Urlaub hier? Send on vacation. Okay, schicken wir die mal in Urlaub. Ah, und hier erhöht sich jetzt die Leiste sozusagen. Ah, okay, das ist sozusagen die, ja, der Lustbarren, die, wann sie wieder richtig fit sind für Arbeit. The Guardian ist raus, 80.000 Mal verkauft, 561.000 in Summe. Oh, und da ist sie wieder da. Vom Urlaub zurück. Könnten wir jetzt mal trainieren gehen. Und zwar Code Incomplete, oder? Code Incomplete? Game Dev Gems? Was ist das? Game Dev Gems? Bringt das... Ah, okay. In Design-Sachen bringt das was. Strategie könnten wir mal was raushauen. Neues Topic vielleicht. Mystery Law Evolution. Evolution klingt auch nicht schlecht. Nehmen wir mal Evolution. Das würde ich als nächstes mal entwickeln wollen. Ein Evolutions-Strategiespiel. Mal gucken, ob das was wird. So, complete evolution. It seems the market has normalized again with no particular strong trends at the moment. Okay. Die lernt gerade noch. So, jetzt sind sie fertig. Dann würde ich sagen, hauen wir nochmal ein neues Spiel raus. Develop new game und nennen das mal Planetopia irgendwie. Pick topic. Evolution, Pick-Genre, Strategie, Plattform, logisch, PC, Game Engine, Celtic V2 und dann weiter. Ja, warum nicht mit guten 2D-Grafiken heutzutage? So, Strategie, dann würde ich sagen, ziemlich viel Engine, Story eigentlich weniger.
Gameplay bei Strategie? Strategie, sollte das Gameplay, sage ich mal, wichtiger sein wie die Engine bestimmt? Safe Game, Multiplayer. Ja, Linear Story, das passt so. Hauen wir mal was draus hier. Und wir brauchen auf jeden Fall viele, viele Research-Punkte. Da muss ich mal gucken, was wir da am besten machen. Dialoge auf keinen Fall. Strategie. Da sollte die Intelligenz sehr hoch sein. Und das Level-Design ein bisschen weniger. Better AI, jawohl. Ja doch, das passt so. Und wir generieren hier Hype ohne Ende. Das ist sehr, sehr gut. Und was machen wir hier? World Design würde ich mal so machen. Grafik oder Sound mehr? Strategie. Ja, Sound mal ein bisschen mehr. So vielleicht. So. Ja, vielleicht so leicht erhöhen. Open World brauchen wir nicht in dem Fall. Zack. Bin ich mal gespannt hier. Finish. Aber erst die Bugs beheben. Nicht vergessen. So, sind draußen. Sehr schön. Können wir raushauen, das Spiel. Neuer Rekord wieder in Sachen Technik. Release Game natürlich. Wann können wir jetzt die Vermarktung beginnen? The first reviews of our newly released game Planetopia came in. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Oh, eine 9 von Stargames. Great. Eine 10 von Informed Gamer. Awesome. Eine 8 von Game Hero. Very enjoyable. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, eine 8 von All Games. Love it. Gar nicht mal so schlecht. Oh, wieder was. Proposition. This is a very special offer. Our agents have recently managed to provide our research informations. Ja, 30.000. Machen wir mal. Oh, Prison. Ein Gefängnis haben wir sozusagen jetzt bekommen. Die gibt das Topic Gefängnis. Oh, auch nicht mal so schlecht. Unsere Fans jetzt hier. Find Game History. Wo können wir jetzt Vermarktung beginnen? Find Contract Work. Create Find Contract. Dev List. Develop New Game. Create Custom Engine. Hä? Können wir jetzt hier gar keine Vermarktung machen? Ich dachte... Was? Another memorable game by Kelto Entertainment has been released. The computer-controlled entities in this game are so incredibly convincing... Was? Convincing that I caught myself talking at them at times. Boah. To Kelto Entertainment, keep the hits coming, please. Christopher Rignall, e-gaming check. Okay. Ja, wir werden uns Mühe geben, dass wir die Hits natürlich weiterhin landen werden. Research, was können wir researchen? Nix. Gefängnis würde ich dann erstmal machen. Oh, hier wieder. Medium Booth nehme ich mal wieder. Train. Game Design for Pirates. Make Me Think. Das probiere ich mal. Was gibt uns Make Me Think? Bestimmt Research. Ah, sehr gut. Machen wir das hier bei ihr auch mal. Wir brauchen viele Research-Punkte, deswegen Make Me Think sollen die mal hier schön lernen. Wir haben ja jetzt noch Cash auf der Kralle, dass wir ein bisschen trainieren können, bevor wir ein neues Spiel raushauen. Planetopia 150.000 Mal verkauft, 1 Million damit verdient. Und was sagt die G3? Ja, gar nicht mal so schlecht. 94.811. Und okay, wieder nicht in die Top 100. Okay, aber wir brauchen natürlich noch Fans. Wir haben gerade mal 18.300. Das sind natürlich noch ziemlich wenig Fans. Wir machen nochmal Train. Make Me Think. So, wir wollen ja viele, viele Research-Punkte haben. Oh, Ninvento. The TS64 wird angekündigt mit 3D. Oh ja. Und natürlich, was? That it still uses ROM cartridges, okay, statt CDs und so weiter. Das ist ja normal für Ninvento.
Hier, du trainierst auch nochmal, bitte schön. Make me think. Damit wir schöne viele Research-Punkte bekommen. Und ab wann sollte man denn eine Position neu befüllen? Weiß ich gar nicht. Wir könnten eigentlich schon einen zweiten einstellen, oder? Einen Spezialisten. Wir haben eigentlich viel Kohle im Moment. There's a clear trend towards strategy games recently. Okay, Strategie ist zurzeit im Trend. Da müssen wir mal gucken, was wir als Strategiespiel noch raushauen können. So, die sind fertig. Ich würde sagen, die trainieren nochmal Make Me Think. Train Make Me Think. Vor allem wir brauchen sehr viele Research-Punkte. Und sollen wir mal noch jemanden einstellen? Mit 4,7 Millionen haben wir doch eigentlich... Ah, Moment, wir machen nochmal Popular Genre Strategy. Sollten wir jetzt unbedingt rausbringen als nächstes. Ein Strategiespiel. So, und ich werde auch gleich erstmal eine Aufnahmepause machen. Gleich ist es soweit. Und dann bringen wir mal noch ein Strategiespiel raus. So, erstmal jetzt ein schönes Strategiespiel raushauen. Was nehmen wir denn da für ein Topic? Strategie. Wir könnten ein Sportsspiel machen, oder? Das ist doch bestimmt gut, Strategie. Sports, oder? Nee, Sports ist eigentlich weniger Strategie. Wie wäre es mit Racing? Wobei Racing ist natürlich auch mehr Simulation. Business ist eigentlich sehr gut für Strategie geeignet. Business. Nehmen wir mal Business, Strategie und natürlich PC, weil das gerade im Trend ist und die Game Engine von uns und nennen das mal, wie nennen wir das denn? Hotel Tycoon. Machen wir mal einen Tycoon. Das ist bestimmt auch nicht so verkehrt. Zack. Können wir schon irgendwie Marketing-Analysen treffen oder sowas? Start Development. Ah, hier Marketing können wir jetzt machen. Marketing can be very effective to reach more potential customers, but it can be very expensive too. It is best to experiment carefully with marketing to get a feel for what works best. Don't invest too much and remember that timing is important. Don't invest in your marketing efforts too early in development or too late. It also important to know that no matter how much money you pump into marketing, it will not make a bad game successful. To the contrary, it can even hurt to market bad games too. It can even hurt to market bad games too much, as it can upset your existing fans. Oh, Magazines. Ja, machen wir das erstmal in der zweiten Entwicklungsphase. Das schließen wir nochmal. Oder wir sind ja noch nicht mal in der zweiten. So, Business ist Strategie. Und da Story auf jeden Fall wenig. Und Engine und Gameplay. Ah, wir haben ja gerade Strategiespiel gemacht. Genau, da können wir das ja so lassen, die Einstellungen. Machen mal hier. Oh, schön, die Research-Punkte, die knallen jetzt uns hier schön hoch, das ist gut. In der zweiten Entwicklungsphase würde ich jetzt Marketing einsetzen. Strategie wieder. Ja, würde ich so sagen, passt. So, Marketing, Magazines und Demos kosten 150.000. Small Campaign. 500.000 Large Campaign, Start a Global Marketing Campaign. Oh Gott, 2 Millionen. Nee, ich würde sagen, wir fangen mal an mit Magazines und Demos. Erstmal so, um ins Marketing ein bisschen reinzuarbeiten. Choose. So. Okay, das ist die dritte Phase, passt auch. Strategie. Jawohl. Und dann bin ich mal gespannt, was das Game raushauen wird hier. In Sachen Marketing und Co. Die Bugs müssen jetzt noch raus. Na, komm schon. So, und jetzt finishen wir das Ganze mal. Keine neuen Rekorde, okay. Aber Level Up im Gameplay, Grafik. Und ja, unser Level ist auch erhöht. Lorene Camo ist noch auf Level 2. Und Veröffentlichung des Spiels. Oh, Professional, reach Level 5 with the character. Haben wir geschafft. Someone on your team has reached experience level 5. This unlocks a special training item called Boost.
The training for it is expensive and you can only do it once the character has at least 500 design or technology points, but the investment is well worth it. Okay, wir brauchen also 500 Design oder Technology Points, um das starten zu können. Runs Training. The boost allows you to temporarily increase the output of your staff and can really help you to make a hit game. Oh, das ist gut. Special Training available for Kelturio. Sehr schön. So, jetzt kommen die ersten Reviews rein. Für unseren Hotel Tycoon. 7 von Stargames. Naja. 7 von Informed Gamer. 7 von Game Hero. Naja, es geht. Und 7 von All Games. Okay. Es hätte besser laufen können, aber es geht schon. Da weiß ich nicht, ob da das Marketing es wert war. Die Fans strömen uns natürlich zu. Das ist gut. Train Boost. Ah, da seht ihr es. Boah, 1 Million kostet uns das und 20 Research Points. Okay. Sollten auf jeden Fall noch was researchen. Train. Nee, Quatsch, nicht train. Research. Gute Grafik brauche ich. Game Design hier. 2D Graphics V3. Nee. Easter Eggs könnten wir mal machen. Das ist bestimmt nicht so schlecht. Oder Game Design. Hier, 80, ach, Sequels. Medium Games. Ich würde sagen, wir forschen mal noch ein bisschen unsere Punkte auf. Okay, okay. So, Custom Game Engine nicht. Fine Contract Work. Vielleicht haben wir ja da mal was. How to playtest a game. Playtest in 5 Wochen. 13 und 11. Können wir ein bisschen was verdienen hier? Das sollten wir doch zum Beispiel schaffen. Accept Contract. Dear, was? Sir, Madam, I'm a financial advisor to CEO at was? Womoba Oil Limited in Nigeria. I'm writing because I know of your high repute and trustworthiness. Our CEO has authorized me to invest 2,5 Millionen in Kelto Entertainment. We have deposited the amount at a safe bank and will transfer this money to you, but the bank requires confirmation from you. If you wish to receive the funds, you must transfer a one-time verification payment of 120.000. Probieren wir es mal. Wo bleiben jetzt unsere 2,5 Millionen? In 2 months the Super TS will be taken off. Oh! Contract successful, just what we wanted. We will transfer 26.000. Okay. Sehr schön. Können wir noch mehr Contract Work machen? 5 weeks. Sollten wir das auch schaffen, Debug-Programm zu schreiben? Da glaube ich mal fest dran. Ach, aber das machen nur wir. Das macht gar nicht unser Mitarbeiter oder was? Das ist ja blöd. Game Off, ach hier, unser Hotel Tycoon 103.000 Mal verkauft. Und der Markt hat sich normalisiert. Mit keinem starken Trend zu irgendwas im Moment. It appears that recently a few companies have fallen victim to Nigerian scammers. Och, du Scheiße. The scammers often claim to invest large sums of money into companies, but required a sizable upfront payment to make the deal. Those who were unwise enough to pay will not see their money again. Police are investigating, but seems helpless to stop these international scammers. Na toll. Sind wir auf einen Betrug reingefallen? Zack, haben wir auch ein Projekt wieder abgeschlossen. Und die hier müssen wir mal in Urlaub schicken. Die ist schon wieder fertig mit ihren Nerven. Na toll. Train brauchen wir im Moment eher weniger. Researchen eigentlich auch. Super TES is no longer supported. Okay. Ja, Leute, ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal hier an der Stelle eine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Game Dev Tycoon. Und nehmen wir uns mal noch einmal einen Medium Booth bei der Game Convention.
Und ich verabschiede mich erstmal von euch. Bis dahin, macht's gut und ciao, euer Kelturio. Ciao.